Diese Masken lernen uns achtsam zu sein, zu anderen Lebewesen und zur Natur. Durch die Auseinandersetzung mit Masken und mit dem Wesen eines Tieres, mit seiner Form, mit seinem Aussehen, mit seiner Beseeltheit in der Bewegung, entsteht Mitgefühl, entsteht Empathie, entsteht eine echte Verbindung. Wenn du mit den Tieren sprichst, werden sie mit dir sprechen und ihr werdet einander kennen. Wenn du nicht mit den Tieren sprichst, wirst du sie nicht kennen. Und was du nicht kennst, das fürchtest du. Und was man fürchtet, zerstört man. Dann fange ich an, hinter die Sachen zu schauen, fange an, mich zu informieren, fange an, dieses Tier zu suchen, was mir Kraft gibt, was mir hilft. Und fange an, diesem Tier zu helfen.